Hallo Leute, ihr hört mich schon. Wir starten heute ohne Timer. Oh, was ist los? Ah, dein Stream startet. Ich hab dich nicht gemutet. Da kam direkt Werbung. Ach so. Da kam direkt Werbung. Werbung, ey. Ach ja. Ja, genau, wir müssen den Multi anpinnen. Der Multi, der Multi. Multi. So. Pin. Pin, pin, pin. Pin, 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 pin. Pin. So. Ach. Du hast ja noch Starting Soon. Ich bin schon live, also ich bin schon da, mich sehen die Leute schon. Ja, ich weiß, das habe ich dann auch verstanden, als ich gehört habe, dass du die Leute begrüßt. Okay, Aber cool. ohne Timer war für mich jetzt nicht von wegen, wir gehen sofort live, Ah, ja, okay. sondern halt kein Timer. Naja, ich habe gesagt, ich bin schon ready. Naja, So naja. ist das. Wenigstens ist der Seber hier schon anwesend. Ja, ich bin hier schon zu hören. Bei euch. Nee, man sieht dich halt auch bei mir hier. In deinem hübschen, schnieken Ja. Wespenkostüm. Oh, nicht drehen, nicht drehen. Warte, nicht drehen. Dreh dich mal wieder um. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Stopp. Ah, nein, das geht ja gar nicht. So. Nein, nicht nach oben gucken. Hey! 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 Hör auf! Hörst du jetzt auf? Ich will ein Foto von dir machen. Du Nuss. Danke. Für meine Thumbnail. Thumbnails. In deinem schnieken neuen Wespenkostüm. Ach ja. Was Ich zeig dir dann? was viel schnickigeres. Was denn? That should keep me safe. Safer. Dieser Helm. Der ist so bescheuert. Brauchen davon zwei, ne? Ja. Kannst du gerne noch einen machen. Nö, Müsste. solange wir da unten nicht hin müssen. Was machen wir eigentlich heute? Was ist der Plan? Also ich dachte, wir gehen vielleicht in den Schuppen. Also unter den Schuppen. Ach so, ja. Ja, ich weiß, ja. Können wir gerne versuchen. Zack. Hallo Erik. Na, wie geht's dir? Uns geht's gut. Also glaube ich zumindest, oder? Ja, mir geht's gut. Hallo Leute, ich Das bin jetzt auch schön. zu sehen. Das schön. Hallo TG. Hi TG, hallo Erik. Sollen wir den Kühlschrank jetzt bauen? Ja, bau Also den wir können ihn Kühlschrank. zumindest, also. Bau den Kühlschrank. So. Und jetzt könnte man. Das kann beides weg. Da ist halt nicht so viel Platz drin. Aber es scheint ohne Minze zu funktionieren. Weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir da Eisen reintun. Haben wir noch alles verdorben? Ist alles. Momentan, TG, bist du hier und Erik. Die anderen sind noch nicht da. Ja, die sind es nicht gewöhnt, keinen Timer zu haben. Salz, Hallo Minz. Shura. Wir haben, also beziehungsweise ich, Seba war tatsächlich
bis auf ein, zwei Rüstungen, die ihr gleich seht, nicht so wirklich daran beteiligt. Ich hatte einen Rappel und dachte, diese Base ist zu klein gewesen da drüben und dann habe ich eine neue gebaut. Ja. Kein Timer heute, Shura. Hi, Shura. Von daher. Und TG, vielen, vielen Dank für deinen geschenkten Sub an Erik. So, sorry, Steffi. Ich bin wieder still. Ja, Shura, unter anderem, ja. Ich wollte das unbedingt bis Donnerstag fertig haben. Also so gut wie fertig. Deswegen, ja. Das habe ich alles in Sebas 3-4 Stunden Stream gebaut. Also so gut wie. So. Sollen wir schlafen und dann? Ja, gleich. Zeigen. Ich weiß nicht, was du da gerade treibst. Ich versuche, mein Inventar leer zu räumen, aber ich muss erstmal deine Ordnung verstehen. Okay. Gut, dann zeigen wir wenigstens schon mal das Lager und helfen dann dem Seba. Was denn? Es gibt hier keine Ordnung. Das sind einfach nur Tierteile. Ja, ich habe noch Wasserspinnenbrocken. Die sind bei Spinnenteilen. Die sind hier. Bei Spinnen. Und ich habe noch Spinnenseide. Das ist hier drin, ne? Quarzitscherben. Spinnenseide. Marmorscherben. Und also, spröde Panzerung. Das ist Spinnennetz, also Netzfaden und Seidenseil ist hier. Und diese ganzen Aufwertungssachen, die sind alle hier. In diesen drei Kisten. Ist überhaupt nicht unhöflich, einen Sound zu. Alles gut, du kannst alles machen, was du magst. TG. Dafür sind sie da, TG. Um kann Steffi jederzeit muten. Hallo Jenny. Hi Jenny. Hast du alles jetzt gefunden? Alles gefunden? Ich glaube ja. Okay. Dann ist ja gut. Guck mal hier in die Kiste. Was ist das? Was ist das? Habe ich gefunden. Ein Kieseldorf Klatschelf. Greift nach etwas auf der rechten Seite. Es fühlt sich wichtig an. Unbesiegbare Abschirmung? Ha. Das werde ich mir dann wohl reinmachen, hm? Wenn wir da unten sind. Aber das kannst du als Zubehör reinmachen. Ah. Gibt halt irgendwas, was mit dem Schild zu tun hat. Ja. So, jetzt müssen wir nur pennen. Und dann gibt's eine Base-Tour. Tiny Pete's ready for some tiny rest. Ist dein Sound-Alert schon rum? Ah, jetzt ist er vorbei. Sehr schön. Und danke, TG, an dein Geschenk. Oh. Gift-Sub an Jenny. Wie gesagt, Steffi, Demo existiert, das Grundspiel ist jedoch ein bisschen gigantisch. Mhm. Habe Schmidt gekriegt. So. Machst du jetzt eine Roomtour? Ja, ich glaube, wir müssen erstmal Essen machen, oder? Also, ja. Kannst gerne. Du hast da mehr Ahnung von, was wie wo? Von Essen, ja. Ja. Und dann können wir das halt direkt in den Kühlschrank packen, alles, was wir nicht brauchen, ne?
Warte, ich glaube, wir haben hier noch. Dörrfleisch, hier ist Rüsli. So, dip, 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 dip. Ich bring mal noch ein bisschen mehr Dörrfleisch. Hi, Doc. Hallo, Doc. So, da ist noch ein bisschen mehr Dörrfleisch. Hab ich ein bisschen mehr reingemacht? Ja, ich hab jetzt 5. Essen reichen ja erstmal, oder nicht? Ja, du kannst ja alles in den Kühlschrank packen. Ah. Außerdem, wenn wir doch jetzt unterwegs sind, dann brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr. Wenn wir da in dieses Dings da gehen. Ja, ich kann da eh nur 5 gleichzeitig herstellen, aber ja. Hier haben wir 2-3 Spinnräder. Ja. Also hier ist auf jeden Fall das Lager. Das habt ihr jetzt gerade eben schon gesehen. Es ist so gut wie für alles irgendwie eine Kiste, außer für die Teile der einzelnen Tiere, weil das fand ich einfach effektiv zu viel. Wenn wir da 5 Kisten nur für Mücken und so hätten, das wäre ein bisschen heftig. Ja. Hier ist unsere Spinnradecke. Dann geht's hier runter, das zeige ich aber gleich. Ah. Gut, danke, Erik. Vielen, vielen Dank. Ich, Nuss, dachte, ich wäre die ganze Zeit im Gameplay und ich war aber im Just Chatting. Oh oh. Dum, dum, dum. Danke, so, Erik. Genug Pfeile erstmal. Sehr, sehr nett von dir. Die können hier bleiben. Können hier bleiben. Ja, 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 ja. Wie geht's euch denn? Geht's euch gut? Basebauen ist immer gut, ja. So, wie lange hält das hier drin? Eine gute Frage. So, hier. Das hätten wir. Das können wir nicht, das können wir nicht, das können wir nicht. Das wollen wir nicht, den Bienenpelz brauchen wir nämlich. Also, so, nochmal. So. Hier sind die Spinnrädchen. Wir haben jetzt ein paar mehr. Und dann haben wir hier eine kleine Motte. Und ja, ein bisschen Deko, ein kleines Bild mit einer Ameisenkerze und einer Wespe. Eine Wespe. Und hier haben wir eine Biene. Und dann geht's hier in unser Lager, was ihr ja gerade eben die ganze Zeit beim Seba gesehen habt. Bei mir leider nicht. Also. ja. Ich habe mir ordentlich Mühe gegeben, hier für alles irgendwie einen Platz zu finden. Wenn noch irgendwas kommt, geht's nicht. Haben wir Pech gehabt. Können wir nicht mehr lagern. Hey, die arme Motte. Ist wie eine Hunter Lodge. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Ich zeige euch mal das hier oben kurz. Also hier haben wir so unsere wichtigsten Sachen, ne? Für Seba Pfeile, für mich die Bomben. Dann die Pusteblume und so weiter, ne? Also Heilung, Tränke, Werkzeug, Essen, alles, ne? So. Werkbereich und Küche. Dip, dip, dip. Keiner gesehen. Sehr lange. Was hast du getan? Nix. Hast du wieder eine Madenweste zu viel gemacht? Nein. So, das hier wird noch umdekoriert. Es war auch ein Haufen Arbeit, Rüstli hier rüber zu kriegen. Übrigens. So, das hier ist alles leer. Wie ihr seht. Aber 4 Stunden hat sie gebaut. Ja, 4 bis 5 Stunden ungefähr. Ja, hier muss noch eine Treppe hin. Also, es ist hier noch recht leer, aber das Grundgerüst steht. Also, sie hat es im Kreativmode gebaut, ne? Ja. Sie hat es nicht alles gefarmt. So. Und das hier ist unser Highlight. Also, hier großartig. Sind... Damit habe ich sie aber richtig happy gemacht. Ja. Überall so diese kleinen Rüstungspuppen im Zweierpack. Mit allen Rüstungen.
das ist jetzt mein Job, das voll zu machen. Ja. Und unten kann man dann so Waffen hinmachen. So. Hier auf jeder Seite sind Balkone. Könnt ihr erraten, wo ich gebaut habe? Könnt ihr das erraten? Ohne, dass ich mich umdrehe. Also da war unsere alte Base, da vorne. Wo wir jetzt hingucken. Da bei dem hässlich grünen Gesicht. Ja, genau. Ups. Ah. Das ist jetzt doof. Ich habe den Tropfen runtergehauen. Ich wollte ihn eigentlich mitnehmen. Wieso machst du denn das? Naja, egal. Am Teich. Ja. Ja, auch. Aber wenn ich jetzt, guck mal, wenn ich jetzt hier runter gucke, wo dran ist unsere Base befestigt? Ja, das stimmt, Jura. Da hätte ich alles abgrasen müssen. Für die Menge. Also, da hätte ich alles abgrasen müssen. Ihr werdet gleich sehen, wie riesig das Ding ist, wenn ich mit Man der... Man muss dazu sagen, wir haben es zusammen versucht. 2 Stunden lang. Und es reichte nicht mal für einen Bruchteil der Bodenplatten, die Steffi am Anfang setzen wollte. Yep. Und ich habe 2 Stunden lang Gräser umgehauen. Yep. Wir haben es versucht. Von daher, ihr könnt ja noch ein bisschen rumspekulieren. Wo? Dann gehen wir doch mal erstmal runter. Generell hätten Steffi und ich da auch ultra Spaß dran, wenn ich nicht ewig arbeiten müsste. Und wenn ich beide streamen würden, und zwar auch andere Games. Ja. Ja, genau so sieht's aus. Dafür haben wir nächtelang durchgebaut. Ich habe gefarmt, Steffi hat gebaut. Das war unser Ding in Ark, aber dafür haben wir leider keine Zeit mehr. Mhm. Sonst hätten wir das 100 Pro gemacht. Ja. Hier kommt eine Art Museum rein für die größeren Tiere. Deswegen stehen ja auch schon die drüben wenigstens standen. Die Lager, die platziere ich, glaube ich, noch auf die andere Seite. Hier habe ich schon mal angefangen, Baupläne zu platzieren. Ganz süß, ne? Marienkäfer, Kugelkäfer und Auswuchs. Genau. Mhm. Und hier hängt eine Motte. Da freue ich mich richtig drauf, wenn die fertig ist. Ich glaube, die sieht richtig gut aus. Wir müssen noch einige killen. Yep. Für Bauteile, also ich auch für die Mottenrüstung. Ja. So, und jetzt geht's hier rein. Das ist nämlich das geilste. Das ist das geilste. Ich habe hier übrigens Gras angepflanzt. Es wächst. Ja, weil wenn du reingehst und da einen Grassamen reinmachst, kannst du unten auf Q Pflanzen drücken. Das haben wir nicht getan. Ich habe hier einmal jetzt einen mit Dünger gepflanzt und einmal ohne. Der Unterschied sind ungefähr 15 Minuten bei 3 Dünger. Ich bin gespannt. Ja. Ja, das kenne ich, Shura. Ich bin auch so eine Art. Also, Steffi konnte auch immer sagen: Seba, ich brauche Metall. Und ich, okay, eine Stunde lang Metall farmen. Oder 2 oder 3. Ja. Hat mich nicht gestört. Ja. Wir haben dann halt über Gott und die Welt geredet und so. Ja, okay, die Wand soll hier nicht hin. Das passiert. Aber gut. Ja, dann müssen wir jetzt mal hoch. Dann müssen wir jetzt mal hoch, würde ich sagen. Hoch und dann einmal mit der Fliege. Ich bin falsch rumgelaufen. Hoch und dann einmal mit der Fliege dann auch mal rumfliegen, ne? Zeigen, wie monströs das Ding eigentlich ist, weil so sieht, finde ich, sieht es gar nicht so groß aus. Gehen wir hoch. Schnick, Schnock. Ja, das war bei mir auch so, Shura. So. Wie war das nochmal mit der Fliege? B und dann G. Lachen wir uns jetzt wieder schlapp wie beim letzten Mal? Hey, lass mich dich antitschen. Nee. Hey. Ah, herrlich. So, bisschen Tempo steigern. Also, das ist jetzt die Base.
komplett und Seilbahn in alle Richtungen. Einmal um den ganzen Baum. Wie ein kleines Baumhaus. Klein. Yep. Cool, oder? Hat's da gut gemacht, die Steffi. Hier kommt dann gegebenenfalls noch ein Fußweg runter. Das bin ich noch am Plan, wie ich das tue. Aber wir haben in sämtliche Richtungen. Ich habe auch, wie du gesagt hast, Seva, noch zum Picknicktisch eingemacht. Mhm. Also eine Seilrutsche und einmal auch runter zu den Mücken hier vorne, weil die brauche ich ja immer für mein Schwert. Hier ist noch ein Freier, ne? Theoretisch müsste der hier noch zum Kohlebecken hinten. Ja, ich habe halt überlegt, ob man den irgendwo ganz anders, also keine Ahnung, ob man vielleicht hier unten platziert oder so. Also auch nach unten, dass man auch teilweise von unten halt von überall hochkommt, je nachdem von wo man kommt. Das macht auch Sinn. Weil vom Picknicktisch kannst du auch einfach rüber segeln zum Kohleding. Ja, stimmt. Das ist kein Thema. Hallo Walli. Hi Walli. Das bleibst du, wie ich gefarmt habe, Seba, Biber, Mammut, wahrscheinlich mit der Hand, so wie ich dich kenne, Shora. Aber ich bin ein Biber-Farmer. Oder Terry, wahlweise. Ja. Jetzt stellt euch mal vor, in eurem Garten erblickt ihr so ein Bauwerk. Ist doch voll geil. Also ist doch voll geil. Auf jeden Fall bin ich zufrieden. Was drücke ich? V. Ah, V. Ich und da ist die Fliege kaputt gegangen. Klatsch! Ah ja, dann wollen wir uns noch Essen holen und dann auf zum Schuppen. Ich habe Bock, da unten reinzugehen jetzt. Ich habe richtig Bock. Hast du jetzt noch was zu essen gemacht? Ich habe 5 im Kühlschrank und 5 im Inventar. Okay, gut. Dann. Und ich würde jetzt hier nochmal 5 anstellen. Okay, gut. Ah, wir haben keine mehr. Hä? Ach so, ja, du kannst doch was anderes machen, oder? Wir können nichts mehr. Also das Einzige, was wir noch machen können, ist Bieneneintopf, aber wir brauchen den Bienenpelz. Okay. Aber 3 sind jetzt noch in the making. Alles gut. Ich würde mir noch ein paar Pilze einfach mitnehmen. Ja, die sammle ich unterwegs ein. Notfallpilze? Was brauchen wir noch? Ich habe... Oh, wir brauchen Antidot. Ja. Dankeschön, Walli. Dankeschön, Baumeisterin. Yeah! Hi, Jess. Ich habe mir Mühe gegeben. Hallo, Jess. Leute, ich muss euch jetzt noch mal was sagen. Ich habe schon gegessen. Was? Ja, ich habe schon gegessen heute. Willst du mich verarschen? Ja. Du verarschst mich doch gerade. Nein, ich habe gegessen. Was ist los? Was ist passiert? Danke, Doc. Das war cool. Sehr gut, Doc. Wunder geschehen. Oh, Jess hat einen Fulliburba gefangen. Wie cool. Oh, wie schön. Okay, das heißt, wir brauchen mehr von diesen Smoothie-Dingern, oder was? Ja, ich mache hier Wespen-Antidot. Okay. Ja, aber das heißt, wir brauchen da mehr von, oder was? Also wir bräuchten da noch einen von. Ah, wir können 3 Stück können wir, 2 Stück können wir nur machen. So. Was? Da hast du noch einen. Ja, wir brauchen... Darum ging es mir gar nicht, Steffi. Ja, war für später. Ach, ja. Ja, ich bin auch neidisch, Walli. Ich bin auch neidisch. Wir brauchen Wespenpapier, um noch mehr herzustellen. Echt? Ja. Oh.
Wir können jetzt hier, du kriegst die zwei, ich brauch die nicht unbedingt. Okay. Sind vorne in der Kiste. Wir wollen die Story weitermachen. Wie das passieren konnte, mein Mann war noch auf der Arbeit. Oh, Heilsachen, auf jeden Fall. Und ich hatte Hunger, als ich von der Arbeit kam und habe mich dazu entschlossen, direkt zu Abend zu essen, um 17 Uhr. Wow, Erik. Es gab nur eine Pizza. Ich tu dir mal was hier rein. Ein Heildings. Wir hatten auch immer eine Wollrate. Eine Rollrate, nicht Woll. Da. Eine Pizza einfach, habe ich gegessen. Klebriger Schlons und die Heildinger kannst du mitnehmen. So. Auch mit Kugelsattel, ja. Wofür ist denn klebriger Schlons da? Das halt auch, das haben wir doch mal irgendwann gefunden. Und wenn das wirklich bossmäßig ist da, dann sollten wir ein bisschen was mitnehmen. Bratkartoffel, lecker. Nur eine Pizza. Ja, also, ich habe immerhin mal was gegessen vorm Stream. Das ist sehr gut. Und verhungere nicht gleich, wenn ihr wieder übers Essen redet. Ich muss noch mal gucken, ob ich auch wirklich alles habe. Ich habe Getränk, ich habe Essen, ich habe Heilsachen, ich habe ziemlich viel. Hast du Fackeln? Ich habe zwei. Ich habe keine. Dann solltest du dir noch eine herstellen. Ja, mache ich. Wie man einfach komplett das ganze Gebäude von hier sieht. Lasagne auch geil. Jess. Bei uns gab es heute nur Sandwiches. Kann ich das umbenennen? Seilrutsche zum Haus. So. Jetzt haben wir hier Markierungen an dem Dings. Das würde ich gerne an jede Seilrutsche machen. An jedes Ende zumindest. Dass wir die immer finden. So eine Wegmarkierung, ja. Weißt du? Ja. Ja, ja, ja. Curry-Bratreispfanne ist auch sehr lecker. Das wär's, Doc. Nee, nur zum Frühstück. Wir hatten dann mittags bei den Schwiegereltern eine selbstgemachte Käse-Sahnetorte von mir heute. Und dann haben wir abends wirklich nur Sandwiches gegessen. Ich bin halt tatsächlich eher der Biber-Farmer. Mit dem Arkin Biber greifen, am Baum ranfliegen und gut ist. So, wie kamen wir denn jetzt nochmal da runter? Wie war das? Von oben. Wir müssen nach oben drauf und dann runterfallen. Hinten bei den Blumentöpfen. Ah, oh, okay. Okidoki, Karaoke. Na dann. Boah, Steffi und ihr Süßkram. Ja, ich bin im Torten- bzw. Backwaren momentan. Ich bin die ganze Zeit nur am Backen und deswegen gab es eine Wolfsspinne. Eine richtig feine Käse-Sahnetorte. Es ist übrigens gleich 17 Uhr. Ja. Es wird dunkel. Da drin ist doch eh dunkel. Das stimmt. Also eigentlich Jacke. Nee, war das hier? War das hier, Steffi? Also es sollte ja unter dem Schuppen sein. Spinne. Wolfsspinntorte, interessant. Spinnchen. Ja, nee, keine Wolfsspinntorte. Käsesahne ist nicht so meins, muss ich sagen. Ich esse nicht so gern Käsesahnetorte. Wally, die ist halb in meinem Bauch, halb in dem Bauch von meinen Schwiegereltern und halb in dem Bauch von meinem Mann. Und im Kühlschrank. Bin mir nicht sicher, dass es da ist, wo ich gerade denke.
Aber gehen wir erstmal dahin. Ich glaub auch, dass du falsch denkst. Ja, aber wo war denn das? Da muss es doch einen Chip geben, oder nicht? Nee, das ist hinten bei dem. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Aufgaben. Der vermisste Wissenschaftler finde Wendels Labor unter dem Schuppen. Betrete den Kriechkeller unter dem Schuppen. Muss doch dann hier irgendwo sein. Ist doch unten. Aber es kann ja auch noch von hier. Wie bist du jetzt da wieder hochgekommen? Ich bin einfach gesprungen. Tschüss. Na super. Geh weg, du. Das sind ganz schön viele Hälften. Another black ant. Ach, ernsthaft jetzt. Ich will doch nur meinen Pfeil. Ja, und ich will hier weg. Ich gehe jetzt hier runter. Nein, fuck! Ich dumme Nuss. Was denn? Ich hatte keine Pusteblume dabei. Also nicht ausgerüstet, zumindest. Und jetzt bist du tot? Nee, nicht ganz. Bin ich tot. Nicht tot. Nicht tot, nicht tot. Aber. I've had worse, I guess. Halb tot. Ich auch. Ich hab nicht meine schon wieder nicht ausgefahren. So, hier gibt's Pilze. War das hier nicht irgendwo? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich auch nicht mehr genau, wie wir dahin sind. Untot, ja. Let's see what's sneaking around here. Ach, Mann. Also hier war es nicht. Samba mit mir. Hier war es nicht. Was hier um die Ecke irgendwie? Ich weiß es halt wirklich nicht mehr, ne? Ah. Vorsicht hier, wenn du hier irgendwo runterfällst, das ist nicht gut. Also wir müssen aufpassen hier. Weil hier ist eine schwarze Witwe. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Was ist U? Da waren Larven. So. Spinnen und alles, ne? Also hier haben wir wirklich. Unterm Schuppen. Ja, nee, das muss doch dann woanders sein. Das muss. War das nicht da, wo ich runtergefallen bin dann? Kann sein. Ah ja, dann gehen wir halt nochmal hoch. Ich weiß es nicht mehr. Also es kann ja nur entweder hier sein, also hier. Dann da, wo die Marienkäfer, wo die Puppen sind, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht war. Das ist hier. Nee, das kenne ich gar nicht, Wally. Morgen ist es vielleicht vorbei, ja. Hier ist alles so. Ich glaube, nee, ich glaube, das war hier nicht. Vielleicht nee, doch noch mal schlafen irgendwie, dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Ja, aber wo?
Ah ja, zur Markierung, da ist doch hier die Seilrutsche am Haus. Zum Haus, da ist doch ein Bett für uns. Ah, okay. Da in 300 Metern da. Mhm, Seilrutsche. Ja, genau. Wenn wir jetzt hier einfach geradeaus gehen. Okay, wir brauchen nur eine Fackel. Wenn du nicht so schnell läufst. Twitch halt. Ja, ist doch egal, Leute. Also laut meinem OBS sind hier momentan 8 Leute im Chat. Das achtet da doch nicht drauf. Alles gut. Hauptsache, ihr unterhaltet euch. Also man wird auch nicht erkannt, wenn man den Stream zwar aufhat, aber den mutet. Also es ist besser, wenn ihr den oben im Browser mutet, wenn ihr irgendwas anderes gerade guckt oder so. Wenn ihr aber bei Twitch den mutet, dann werdet ihr meistens aus dieser Zuschauerliste rausgekickt. Ja. Yep. So ist das, Shura. Und dann unterstützt ihr den Streamer auch nicht. Also am besten, es gibt ja meistens oben in dem Tab vom Browser gibt es immer so einen Mute-Button und der ist besser für sowas. Also zumindest für PC-Spieler. Oder PC-Zuschauer, sagen wir es mal so. Don't even need to boil it. Feeling refreshed. So. Nochmal hoch oder was jetzt? Ich glaube, wenn wir es gefunden haben, müssen wir nochmal nach Hause. Ich bin mir halt wirklich nicht mehr sicher. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Die laufen Larven hinterher. Mir wurscht. Laufen. Und jetzt laufen die mir hinterher. Aua, aua. Hi Cash. Bis gleich, Wally. Hallo Cash. Überall Netze. Da sind die Kugelkäfer. Wie geht's dir denn? Wie geht's euch allen denn so, Leute? Wie war euer Tag? Morgen ist Schreitag. Schreitag? Ja. Schreitag, da schreibt man hoch die Hände Wochenende. Ach so, oh mein Gott. Ah. Also wenn wir das jetzt nicht wiederfinden, ne? Müssen wir es googeln. Wir waren ja schon mal da. Ich wüsste nicht mal, wie ich das googeln sollte. Erntest du jetzt Fussel ab? Ja, die sind gerade da. Aua. Muss die Fussel auch mitnehmen, statt sie liegen zu lassen. Diese blöden Staubmilben. Oh, ich glaube, ich habe alles. Ein Fussel liegt da noch. Nee, das ist eine Staubmilbe. So, lass uns gehen. Müde, weiß gar nicht, wie ich das morgen packen soll. Einfach nochmal nach der Arbeit schlafen. Ein Greifvogel gefangen? Was ist denn bei euch los? Wer hat einen Greifvogel gefangen? Cash. Kein Löwen? So, hier muss das doch gewesen sein. Wahrscheinlich doch nicht. Ui, 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 ui. Was? Der Bombardierkäfer. Oh no. Ach, Seba. Was?
Was ist denn? Ich habe meine Gasmaske nicht auf, jetzt habe ich sie auf. Oh, ich habe meine nicht mal mit. Das ist doof. Ich sehe ihn halt noch nicht mal, da ist er. Ich kann keine Fackel anziehen. Ja. Der ist schon fast zur Hälfte tot. Wo ist er hin? Da, ich sehe Augen. Ich sehe Augen. Ja. Mutation. Und da war er tot. Oh, Gas. Immer dieser dumme Skarabäus. Ich krieg den nie. Ein Sperber. Solange es nicht der Löwe ist. Ah. Ja, das muss Cash sich ewig anhören mit dem Löwen. Ja, aber hier ist es ja auch nicht. Nee. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das googeln soll, um ehrlich zu sein. Aber es hat hier Pieps, ne? Hier vorne. Irgendwo, also hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Labor. Also ich würde ja googeln, Eingang. Irgendwas mit unterm Schuppen. Ja. Okay. Machen wir das doch mal. Labor unterm Schuppen. Ja, das ist natürlich doof dann, ne? Wenn ihr dann dafür irgendwie, wenn ihr das irgendwie regeln müsst. Anscheinend machen wir alles heutzutage. Hm? Ach, Cash mit seinem Sperber. Ach, ja. Wo ist das denn? Nein, Sperber ist ja nicht mal so dramatisch. Ja, hoffen wir, dass es ihm bald besser geht. Nachdem sie durch den Unterschied-Eingang gehen, der für sie markiert ist, nachdem sie Wendell Tullys Scabby gefunden haben. Dies wird Spielern einige Sourcen und Gelegenheiten bieten sich. Da, toll. Aufgaben. Also wir müssen in den Kriechkeller erstmal. Warte, ich guck auch mal. Kriechkeller. Grounded. Vergessener Handschuh. Also wir waren da oben drauf. Und haben das Scabby da doch aktiviert, oben beim Aschenbecher. Ja. Wo die Zehennägel sind. Ja. Zugang unter Schuppen. Ist an der Seite. Okay. Wo wir eben waren. Okay. Ah ja, dann müssen wir da wohl wieder hin. Man kann es auf der Karte sehen. Zugang unter Schuppen, na super. Leck mich doch am Arsch. Also wirklich. Die waren riesengroß, die Dinos. Ja, ich habe einen Wegpunkt platziert. Ah, er ist schon wieder raus. Da schlingelt. Danke, Jenny. Oh, no.
laufen. Ich hasse Kugelkäfer. Was ist no, Steffi? Tschucha. Die Kugelkäfer, oder? Was denn? Kaboom-Käfer. War vorher, ja. Da ist eine Assel. Nein. Okay, Schucha, dann klär mich auf. Mein Inventar ist halt schon wieder so gut wie voll. Meins auch. Ach ja. Ja, keine Ahnung, warum die sich das nicht merken können. Warum die nicht den richtigen anrufen. Wahrscheinlich denken die einfach in dem Moment nicht, sondern... Keine Ahnung. Das Hirn geht halt einfach aus. Du solltest echt nicht immer hinhören. Ach so. Du meinst wahrscheinlich die hohe Stimme von Steffi. Die ich übrigens nicht mal so hoch finde. Hier unter durchschwimmen. Ich erinnere mich, glaube ich. Ha! Ach so, das meintest du nicht. Okay, dann weiß ich nicht, was du meinst. Ja, hier waren wir. Genau. Hast du an? Okay. Das sind Holzsplitter. Dann nehme ich die jetzt nicht mit. Okay. Gut, dann nehmen sie mit. Also da oben ist Science, da kommen wir aber so nicht hin. Nee. Also, bevor jetzt irgendwie, also ich mache auf jeden Fall erstmal meine Pusteblume rein, bevor ich hier irgendwo runterfalle und deswegen verrecke. Das ist gut, ja. Da unten sind ganz viele Nashornkäfer. Ja, ist halt die Frage, wo ist das Labor? Weil wir müssen ja eigentlich nur das Labor finden. Ja. Also da ist ein Schalter. Weiß nicht, das ist wahrscheinlich nur das Licht. Das können wir wahrscheinlich gar nicht betätigen. Fliegen. Also ich sehe auch gerade nichts außer Fliegen und Nashornkäfer. Ja, geht mir auch so. So, weiter geht's hier erstmal. Da sind Staubmilben. Ja, die waren ja beim letzten Mal auch schon da. Pass auf, dass du nicht runterfällst. So. Die Fackel mal zum Schonen ausmachen. Ja, hier ist ja gerade genug Licht. Also hier könnte ich mir vorstellen, dass wir hoch und runter kommen. Auf dem Holzpflock. Ja. Da wieder hochrennen können, weißt du? Ja, ich weiß nur, dass hier irgendwo auch eine Wolfsspinne war. Ja. Ich meine, also Wasser. Ich meine, gerade schaffen wir es ja, ne? Oh, hier piept's. Ja. Ja, bei mir nicht. Termiten. Also hier hat's gerade auf jeden Fall gepiepst. Ja, stimmt, hier sind Termiten. Beim letzten Mal war da oben beim Science eine, die du gekillt hast. Ja. Genau, hier war die. Alles gut, viel Spaß dir. Da war irgendwo die. Okay, die Fackel bringt hier mal nix. Ich bin runtergefallen. Und ich bin jetzt im Rohr drin. Okay. Geh jetzt gerade im Rohr einfach mal lang. Hier sind Staubmilben.
Okay, jetzt können wir ja nicht wirklich irgendwo runterfallen, dann nehme ich mal mein Schild wieder rein. Ich habe nämlich echt ein bisschen Angst. Oh, Fackel. Ja, der ist doof. Okay, okay, okay. Lauf nicht so weit weg. Wieso bist du auch mit mir hier drin, oder was? Ja, ich bin mit dir gekommen, klar. Wir stehen das zusammen durch. Wir stehen das hier zusammen durch. Wenn du fällst, falle ich auch. Überall diese Staubmilben. Aus. Seba hat was gefunden. Ein Molar. Na, hier ist Ende im Gelände. Okay, also vorne geht's auf jeden Fall raus aus dem Rohr. Ja. Und dann müssen wir wohl jetzt raus. Ich habe aber auch nichts gesehen von oben. Ja, dann müssen wir uns wohl einfach durchkämpfen, Seba. Ja. Bleibt uns nichts anderes übrig. Wir stehen es zusammen durch, wie dramatisch, ja klar. Mach das, TG. Tschüss. Oh. Wie dramatisch, ja. Ja, zwei Fackeln sind doof. Was ist das hier? Hier leuchtet das grün. Achso, das ist. Hier geht's runter in eine Höhle. Ja. Also hier kommen wir auf jeden Fall wieder hoch. Ja. Da vorne ist irgendwas. Ja, versuch's doch mal mit Peeping. Wenn du irgendwas siehst, versuch's einfach mal mit Peeping dann. Ich sehe nichts, ich höre nur. Ja, ja. Das ist vielleicht auch unten. Okay, wir kommen hier nicht wieder hoch. Okay, ich brauche doch eine Fackel, das nervt. Ah, wir kommen da hier vorne hoch. Ist die Wolfsspinne, ne? Also auf der Seite. Hundertprozentig läuft hier die Wolfsspinne rum. Ja. Ich weiß noch nicht, ob es nur eine ist. Wir können halt jetzt runtergehen oder hier diese Ebene absuchen. Ich habe keine Ahnung. Du hast da die Termiten gehört, da oben. Mhm. Sei darauf gefasst, dass uns eine Spinne angreift. Ich weiß nicht, für mich fühlt sich alles an wie geh nach unten, aber... Muss nicht. Muss nicht sein, nein, aber das fühlt sich halt so an. Vorsicht. Vorsicht. Da kommt die Wolfsspinne. Erdloch unterm Schuppen. Okay. Wir haben hier was entdeckt. Okay, hier geht's weiter runter. Das sind auf jeden Fall Mücken. Mhm. Da ist das Rohr. Ich habe keine Ahnung, Leute, ob wir hier jetzt richtig sind. Geht das hier? Ja, wenn es möglich ist. Wenn wir hier nicht mehr hochkommen, weißt du, was ich meine? Du kannst ja mitkommen. Ja, ist gut. Also hier sind auf jeden Fall massig Puppen. Puppen, 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 Puppen. Also ja, hier unten ist halt ein Tunnel, aber mehr ist hier unten nicht, ne? Okay. Der ist halt komplett vernetzt, ne? Der Tunnel ist das Ziel, laut der Seite. Sie werden über einem See mit Mücken herum auftauchen. Ihr Ziel ist das von Netzen umgebene Rohr,
vor ihnen auf der gegenüberliegenden Seite. Oh, ich wurde nass gemacht. Ich bin ins Wasser gefallen. Ins Wasser geflogen. Ja, dann müssen wir wohl über die Äste runter, weil... Wir kommen nicht so weit. Also wir können auch da, glaube ich, nirgendwo hoch springen. Also theoretisch hätten wir, glaube ich, sind wir hier gerade falsch. Wir hätten da drüben in dieses obere Rohr springen müssen, weißt du? Mücke! Und dann wären wir hier aus diesem Rohr da oben rausgekommen. Durch das weiße Rohr. Ja, aber ob wir jetzt mit der Pusteblume runtersegeln oder ob wir durch das Rohr fallen? Ja, eben. Lass uns mit der Pusteblume runter. Auf die Plätze, fertig. Wie geht das nochmal? Linkes Shift. Okay. Viel Spaß im Lurk, Shura. Es geht nicht. Es hat nicht funktioniert. Okay, bei mir schon. Okay, ich hatte sie nicht drin. Okay, dann heile ich mich jetzt mal kurz. Aua! Kommt schnell zu dir. Doch, glaube, wir müssen da hoch. Wir kommen da hoch, oder? Müssten wir eigentlich, ja. Also da hinten ist ja so ein Stein. Ich glaube, da kommen wir hoch. Gut, lass uns mal versuchen. Aber Vorsicht, hier unten wimmelt's vor Viechern. Ja, ja. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Das sieht schlecht aus. Komm hin, nicht hoch. Andere Seite. Nee. Nee. Wir müssen über die Äste. Irgendwie. Ja. Ich bin oben. My mom always says I light up a room. Nee, oder? Nee. Da drüben ist ja der Aufgang. Seht ihr? Oh. Da drüben kommen wir ja quasi hoch. Wir müssen da, wo du gelandet warst, war schon richtig. Dann müssen wir uns da Stück für Stück rüber kämpfen. Oh man. Okay, das ging schon mal gut. Ah, ist so ein kleines Jumping-Puzzle jetzt hier, oder was? Mhm. Und schon wieder ins Wasser. Ah, Cherry läuft gut. Ich sollte wieder anfangen, Guild Wars zu spielen. Aber wieder ein bisschen üben. Ja. Sehr schön. Oh nein! Hier ist besser, Sebe. Wo ist also hier? Hier über diesen kleinen Ast hier. Ach, da. So, ja, gut. Mir tut es so weh, die Puppen jetzt hier liegen zu lassen. Ja. Ich habe auch innerlich gerade schon so... Oh. Nee, wir kommen hier aber nicht höher, oder? Das wissen noch wir auch nicht. Okay. Diese ganzen schönen Puppen. Es ist die Frage,
Schildkröte für dich. Oh. Viel Spaß, du merkst. Ja, viel Spaß, Jess. Ich hatte nur, oh oh, und dann machst du es plump. Plup, plup, plup. Ah. Ja, Shura, ich bin ins Wasser gefallen. Da war die Cherry weg. Aber gut. Ist ja nicht schlimm, wir kennen ja jetzt den Weg. Soll ich dich da irgendwo abholen, oder? Nö. Okay. Brauchst du nicht. Ich bin nämlich da. Ich weiß jetzt, wie... Du musst mir nur sagen, wie du das da vorne halt geschafft hast jetzt, aber sonst... Das war easy. Wenn du nicht da... Wenn du nicht darüber springst, um das Ding zu holen, ja, ist das wirklich kein Problem. Schaffst du locker. Ja, hä? Und wo jetzt? Auf den Ast oder wo oder wie? Ich bin da irgendwie rüber auf den anderen Ast halt. Ich weiß nicht mehr wie. Okay, hab's. Gut. Ich hab überhaupt keinen Bock da rein. Ich befürchte, hier warten ziemlich viele Spinnen auf uns. Ja, eine schwarze Witwe. Never ever, echt jetzt? Ja. Okay, ich muss mich erstmal heilen. Ich... Die war ja gegen nichts empfindlich, ne? Nee, wir haben es auch locker geschafft, aber nicht mit angeknackstem Leben. Also, ich weiß nicht, ob du Leben brauchst. Wenn ja, komm her. Ich komm. Weil... So, dann werfe ich nämlich jetzt so eine... Ja, ich bin voll. So, jetzt... Trinken und essen. Den Schlons packst du dir am besten unten rein. Dass du den im Notfall trinkst, bevor du die Heilbombe wirfst. Mhm. So, jetzt mutationsmäßig habe ich Gift hier mit drin. Stimmt, Mutationen, das brauchen wir. Hacker, Speerwerfer, Heckenschütze. Okay. So. Mache ich mir Wiederbelebungstempo, falls du mir verreckst? Oder mache ich... Oh mein Gott. Ich habe überhaupt keinen Bock auf diese Witwe. Überhaupt nicht. Ah. Hatten wir nicht. Achso, ich habe schon wieder angewandt. Okay. Ja, okay. Dann los. So, denk dran, vorher noch das Vespidot. Das nehme ich nicht. Ich habe keins. Ah, okay. Nur dann habe ich jetzt eins getrunken. Los geht's. Guck dich um, ob hier noch was anderes ist vorher. Ist schon zu spät. Nein. Nicht sterben. I'm poisoned.
Gut, dass das nicht unsere erste ist. Bam! Sie ist gleich tot. Okay. Ich musste kein Dings nehmen bis jetzt. Wir könnten jetzt eine Heilbombe nochmal nehmen. Mhm. Warte, ich werf noch eine. Weil ich kann die eh nicht werfen, wenn ich vorne im Kampf bin, also... Ja, das stimmt. Weil sonst heile ich die Gegner mit. Das wäre doof. Das stimmt. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ich will eigentlich nur an das Molar. Die haben Gift diesmal. Sehr schön. So, ist hier noch irgendwas? Hier ist noch Quarzit. Wenn da noch eine kommt, ne? Raste ich aber aus. Nicht die Eier so doll. Ja, das ist so widerlich, ne? Das ist echt. Ich hab tatsächlich Gänsehaut gerade. Das ist richtig widerlich. Bebet, Walli. Wir sind hier mitten im Spinnenbau und das ist ekelhaftig. Ja, wir haben gerade... Oh, Vorsicht, Spy. Mehr. Oh, richtig viele. Richtig viele. Wir hätten eine Bombe mitnehmen sollen. Ich bin halb tot. Okay. Und Gift wirkt. Oh Mann, ey. Ich will halt nicht die Dinger kaputt machen. Da drüben, ich sehe es. Aber hier ist irgendwas, oder? Waren wir das jetzt gerade nur im Wasser? Ach, Roly-Poly, okay. Ach, also Asseln. Ja. Okay, 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 okay. Ah. Mein Herz, echt, also, Leute. Das war so aufregend. Das war sowas von widerlich. Defeat. Failure. Countless infusions. Countless migraines. I'm so shriveled now, I can barely walk. And the true origin of raw science? An enigma.
Bisher nichts bekannt, Wally. Bisher nichts bekannt. I don't think I have much longer. It is hard to think straight. I am so tired. I have only one option that remains. One last toss of the proverbial dice. Commence Project Mant. Oh nein, bitte nicht. Die Brutmutter, die jetzt gleich kommt. Ich höre sie doch schon. Nee, die Brutmutter musst du beschwören. Okay. Das könnte dieser... Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich gesagt hatte, diese Figuren, die da oben auf dem Picknicktisch sind, dass das auch so ein Boss ist? Nee. Okay, wir versuchen es einfach. Ich glaube, der ist das. Ich habe schon Salzpfeile reingemacht. Zur Sicherheit. Warte. Alter, was man da unten hört. Alter, mir rutscht das Herz in die Hose. Ich so schlimm. Krise. Ja, ich wirklich die Krise. Ich hasse sowas. Hasse es. Wie viel Leben hast du? Ich bin komplett voll. Also. Okay, mir fehlt ein Drittel. Soll ich noch eine schmeißen? Ja, oder? Mach ruhig. Ich habe noch eine und ich habe noch diese zwei Schlonsdinger. Also. Bevor du hier. Okay, jetzt bin ich fast voll. Okay. Soll ich aufmachen? Oder willst du? Hier ist noch nichts. Ach, hier ist Essen. Hier ist ein Bett. Sollten wir vielleicht als Respawn-Ort? Ja. Hab ich gesetzt. Ja. Doppelbett! By the power of Helion, Champion of the Sun. Salt. Salz. Oh, wir können links, rechts. Hier ist sogar noch eine Werkbank. Oh mein Gott. Links, rechts. Weiß es nicht. Hier kommen wir nicht weiter. Oder? Mysteriöses Brüllen aus der Ferne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Experience playing Minotaurs and Myrmidons leads me to believe that that is not a good sound. Whoa, time out, Raph! Team Hoops needs a new game plan! Oh-oh. Schleimig, jedoch vitaminreich. Da ist was! Notiz vor dem Test. Phase 1 abgeschlossen. Ich habe erfolgreich mehrere Spinndrüsen von Radnetzspinnen in den Mantkadaver transplantiert. Da dem Körper ein arachnides Abdomen fehlt, habe ich mich von einigen Fersenspinnenarten inspirieren lassen und die Netzdrüsen in den Vorderbeinen bzw. Armen platziert. Phase 2 umfasst, wie bei früheren SIP-Tests, eine Infusion von purer Wissenschaft zur Erhöhung der Netzproduktion. Ergebnis erfolgt. Die Netzproduktion funktioniert und alle Proben haben eine Reißfestigkeit, die weit über den Werten natürlicher Arachniden liegt. Mit den großen Spinndrüsen in den Armen sollte sich die Netzproduktion natürlich anfühlen, wobei die Drüsen groß genug sein sollten, um einen gewissen netzwerfenden Superhelden vor Neid erblassen zu lassen. Ich bin sicher, die mühselige Vermeidung der Gefahren des Gartens gehört damit der Vergangenheit an. Project Mant is nearing completion. Komm mal bitte her. Ach ja, ich weiß, was du meinst. So, jetzt drück mal bitte P. Wendepunkt, my defining moment. Oh. So, jetzt drück mal Plus, bitte. Das Ding, was da auf dem Tisch steht, ich glaube, das ist es.
Ja, alles gut. Das stand hier vorne auch eine Statue. Ja, ich hätte es ohne Fotomodus nicht größer gekriegt, deswegen. Also ich habe es gerade versucht, aber hier ist was kaputt. Muss auf jeden Fall nochmal auf Toilette. What's this? Brainwave functions are spiking. Impossible. Hast du es aufgemacht? Ja. Wenn das Ding jetzt hierher kommt, ne? Dann geh lieber nochmal auf Toilette. Oha, Doc. Das kannst du jetzt echt machen. Alter Vater. Du bist Gute Nacht, hart. Dann schlaf gut. Träum was Schönes. Alter also ein Vater. Spinnenmantis. Das ist, ich glaube, Spinnenmantis. Also. Ja. Das halt. Ja. Das da. So, ich gehe schnell auf Toilette und dann geht's los, Leute. Puh. Kann nicht, ich muss. Ja, du musst morgen fit sein, Doc. Musst morgen fit sein. Wenn der hier hochkommt, ne? Machst du echt aus. Oh. Also noch ist da ja... Kommt da ja nichts. Ja, ihr dürft es jetzt nicht verpassen hier. Vielleicht ist ja heute der Tag, wo wir wieder groß werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, guck mal, das ist da sogar aufgemalt. Minotaurus? Was? Hand. Was? Powerful, inherit will to survive, was? Oh Gott, wenn wir wenigstens wüssten, was für eine Schwäche das Ding hat. Direkt scannen. Du bist die Einzige, die das so in Aufruhr versetzt, scheint mir, Steffi. Ja, anscheinend schon. Oh, hier ist noch was. Anmerkung vor dem Test. Vorläufige Pilzkeimungstests waren vielversprechend. Cordyceptin-Rezeptoren zeigen eine natürliche Anziehungskraft auf die protozerebrale Masse des Gefäßes. Unwillkürliche Krämpfe und Zuckungen werden während des gesamten Prozesses mit jeder Infusion von purer Wissenschaft dokumentiert. Mant zeigt Lebenszeichen. Um dieses Gefäß zu steuern, habe ich ein neuronales Relais an die Antennenlappen gekoppelt. Das sollte eine rudimentäre Kontrolle des Testobjekts ermöglichen. Ergebnisse Teilerfolg. Ich konnte den Mant über 4 Minuten lang in Bauchlage einschließlich der Fingergelenke steuern. Es war eine surreale Erfahrung, durch die Augen eines Insekts zu sehen. Eine beinahe digitale, pixelbasierte Darstellung in einem ungewöhnlichen Farbspektrum. Es wird noch einige Tests erfordern, bis sich mein menschliches Gehirn an eine derart wundersame Sicht auf die Welt gewöhnen kann. Die Beingelenke waren schwieriger zu steuern als erwartet. Vor einer weiteren ambulanten Studie sind weitere Muskelsprossen, Transplantate erforderlich. Ich werde meine sprichwörtlichen ersten Schritte in wenigen Tagen gehen. Puh. Na ja, gut dann. Müssen wir wohl... Wir müssen in den anderen Gang, der eben zu war, glaube ich. Puh, brauchen wir noch irgendwas? Können wir noch irgendwas herstellen? Ja, hier ist jetzt offen. Oha, das ist ein richtiges Amulettstück, was du da gefunden hast.
Es gibt Linkes und es gibt Rechtes. Hm. Und jetzt? Sehr lustig. Ist mir nur gerade aufgefallen, also. Ich dachte, vielleicht können wir noch irgendwie Heiltränke machen oder so. Also schlafen wäre sinnlos, weil das verballert nur Essen und alles. Ja, ich glaube schon. Seba. Vielleicht jetzt nicht mehr Gift, ich weiß nicht, giftet es? Ich habe keine Ahnung, ich denke schon. Das ist ja Spinne. Oh, da ist es. Können wir scannen? Nee. Ich muss auf jeden Fall ein Foto machen. Drückst du mal ganz kurz P? Ich bräuchte nur ein Foto. Bringt nichts, wenn ich P drücke. Warte. Jetzt. Ganz, ganz. So. Wie mache ich Foto? Warte. Foto aufnehmen. So. Danke. Weil nochmal komme ich hier nicht unten hin. Glaube ich. Also hier ist zu. Okay, wir kommen hier gar nicht rein zu dem. Wir müssen noch irgendwas anderes machen. Sind wir noch nicht weit genug? Vielleicht haben wir irgendwas vergessen. Aber ich wüsste jetzt nicht was. Wir dürfen auf jeden Fall noch nicht hier rein. Vielleicht haben wir halt wirklich noch nicht das richtige Level. Nee, Quatsch. Suche im Labor nach Hinweisen auf Dr. Tully. Ja, ein Dings fehlt noch. Eine Nachricht. Also zumindest laut Archiv. Also wenn du unter Daten gehst und dann unter Wendell gehst, ist im Unterschuppen fehlt noch eins. 7 von 8. Und zwar ganz am Anfang. Anscheinend. Tjo. Fiat Lux! Nimmst du das Salz nicht mit? Erstmal nicht. Ich wollte jetzt mal hier. Ja, komm, ich nimm's einfach mal mit. Ich hab noch. Gucken. Also, ich hab nicht mehr so viel Platz, aber. Irgendwas liegt. Könnten auch zusammenschmeißen. Ich habe auch noch. Und wie viel Platz habe ich noch? Oh. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 6 Plätze. Ah. Ich sehe hier nichts. Oh, hier ist Wasser. Ich bin jetzt noch mal hier in dem Raum, wo du das aufgemacht hast. Hier war doch hier. Ich meine, hier ist auch. Ja, hier ist auch kein Bild, also kein Zeichen für irgendwie eine Bombe oder so bei diesem Loch da in der Wand, weißt du? Hm. Ich dachte vielleicht sowas in der Art, aber. Auch nicht. Okay. Gut, also hier ist schon mal nix. Hier. Also, das ist die Werkbank. Bin ja auch drauf reingefallen. Bin ich auch drauf reingefallen. Erforschen kann man nix.
Das muss halt relativ am Anfang sein, weil wenn du guckst bei den Daten, ist ja das zweite Teil frei. Und das erste war hier vorne drin. Weil hier ganz ist ja am Anfang nichts mehr, ich das Tape gefunden. Ja, ich habe auch schon alles abgesucht. Vielleicht müssen wir doch nochmal hier raus. Und dann? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also da hat doch jetzt nur irgendeine falsche Richtung. Da hat doch jetzt nur irgendwie Strom gefehlt, oder? Oder was war das Problem? Keine Ahnung, die Türen waren einfach rot. Also das Ding hier ist auf jeden Fall kaputt. Es sieht auch, warte mal. Was ein Ding. Es sieht auch nicht so aus, als kommen wir irgendwo anders rein. Doch, da ist ein Loch in der Wand. Wo? Oh. Ah ja, da ist irgendwie. Ich bin hier bei dem Mantis, da bei diesem, bei der Kreatur. Der Mant. Ja, ja, ja. Und ich guck gerade, wo man überall rein kann. Da ist klar, diese verschlossene Tür. Die ist wahrscheinlich, wenn wir da reinkommen, wird die offen und dann können wir hier wieder raus. Ich glaube, das ist der Ausgang. Weil, wenn du dich hier drauf stellst und mal guckst mit der Peeping-Dings und jetzt mal nach rechts guckst, rechts ja, die Wand entlang, da sieht's aus wie ein Loch. Ja. Wenn ich das richtig aber verstehe. Links sieht's auch aus wie ein Loch nach unten. Ja, das sind überall so Löcher, ne? Ja. Okay, gut. Dann vielleicht doch nicht. Aber es ist ein Versuch wert. Ist ein Versuch wert. Vielleicht. Boah, guck mal, hier kann man ja. Also. Das sieht aus, als könnte man hier langlaufen. Keine Ahnung. Wenn man hier durch den. Wenn du hier. Komm mal zurück. Ja, das stimmt, Wally. Ach, guck mal an. Was denn hoch? Wir sind so doof. Was denn? Ja, komm mal hier hoch. Hä? I'm holding raw science in my hands. What does it even mean? Oh, hier kommt man runter. Das dachte ich mir nämlich. Ich stand nämlich gerade hier. Ich stand nämlich hier gerade in dem Gang und dachte, hier kannst du doch langlaufen. Also hier. In diesem Vorgang. Und so, hä? Hier musst du doch langlaufen können. Ja, hier kommen wir runter. Ja, wir müssen da unten reinfallen, ne? Ich muss mein Schild ausrüsten. Das ist der falsche, oder? Ah? Ist das hier richtig? Ja, der ist richtig. Okay. Scannen. Stechen, frisch, schlitzen. Resistenzen, salzig. Also eher super. Ja. Aber stechen ist, ne? Ja. Okay, ich nehme dann eben meinen verrosteten. Warte, ich guck nochmal. Ich guck nochmal rein. Also, Schwächen. Stechen, frisch, schlitzen. Resistenzen, sprengen, Salz und scharf. Erinnert mich an Subnautica, diese Röhre. Moment. Wo steht das Daten?
Wo ist da denn der Mand? Ganz unten. Da. Stechen, okay. Und schlitzen. Schlitzen habe ich noch nicht. Aber stechen habe ich. Ja. Ja, ja, meine Stechen ist ja auch gut. Das einzige Problem, was sie hat, ist, dass sie salzig ist. Aber gut. Ich, jetzt reinfallen lassen? Ja, los. Vorsicht, Ameisen. Mhm. Wir müssen aus dem Zeug raus. Also er macht auf jeden Fall nicht so viel Schaden. Nee. Das arme Ding. Der tut mir irgendwie leid. Oder? Ja. Vorsicht, Ameise. Mhm. Aua. Noch eigentlich fast gar keinen Schaden, dieses Ding. Okay, doch, das macht Schaden. Das hat Schaden gemacht. Zu gut vorbereitet, ja. Wir sind zu gut vorbereitet. Überall liegen Pfeile. Ich weiß es nicht. Down. Haben wir ja, nee, da ist echt nichts. Okay, das ist nur Finte. Stimmt. Diese Löcher. Stimmt. Was? Wally. Mant nicht wie Mantis, sondern wie Man and. Man and. Ah! Guck mal, da ist jetzt gegenüber aufgegangen. Wenn wir jetzt da drücken, kommen wir wieder raus. Ich muss lange drücken. Ja. Lange drücken. Man and, ja, richtig. Hm. Oh, das war schon cool irgendwie. War jetzt nicht schwer. Was war trotzdem cool? Trotzdem fehlt uns ein Hinweis. Ja. Es gab aber eine neue Mutation. Oh. Was? Was? Ist das Randall? Unbekannt. Hier kannst du analysieren. Ja, ich habe nichts von dem bekommen, also. Okay. Da ist was. How does it feel? Da ist ein Skip. Knowing that you have followed my path right to me, right where I want you. Oh mein Gott. Gute Nacht, Wally. Nachti, Wally, träum was Schönes. So, erstmal kurz wieder was essen. Willkommen zurück, Jazz. Direktor Schmektor. You cannot escape. Stand there quaking and prepare for your end. Willst du diesmal drücken?
Ja. Oh, warte, ich... oder? Nee, das kriege ich schon. Alles gut, ich dachte, ich repariere mein Rapier, aber alles gut. Ich überlege, ob ich nochmal heile, weil ich habe nur halbes Leben. So, okay. Was kommt da jetzt raus? Was wiederholt sich halt ständig. Wendell. Das ist nur so ein kleiner Kopf. I thought you were agents of Ominent. Come for me at last. Ach Gott, sieht er eklig aus. Er hat noch nicht mal mehr Augen. What guys Schmechter's agents would come shrouded in. The subterfuges of your ilk know no limits. Still, you do seem a bit young to be in the employ of Ominent. Oh, what have I done? Und jetzt? Es sind halt ganz viele Auswahlmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob wir alles... Was hast du dir denn für einen Kuchen gemacht, Jess? Ein Kuchen, Jess? Ja, ein Airfryer. Okay. Oh, Matcha-Kuchen, das ist sehr speziell. Not much older than my Sarah or Thor. Oh, what has become of me? Threatening death to children. But also, what are you doing here? Well, that you were shrunk, brought here against your will, and now you're looking for a way home. I never meant to hurt. Hörst du das alles? Ja, ne? Ja, ja. I don't deserve it, but I hope one day you can forgive me. Speaking of forgiveness. Ah, jetzt kommen hier Quests. Shriveled appearance. This blasted race. Da bin ich jetzt gespannt. Das heißt, noch kommt. My support pod is the only thing keeping me from drying out completely. Like the grape set out in the sun, the body shrivels, withers, desiccates. Shrivels, ich finde das Wort so cool. What was once a living being. In essence, what you see here before you, in all its unholy glory, the withered man. Well, if you will allow me to check your scabby. You've been in the yard for months. You should be well raisoned by now. Nach Jolly, ach nee, das war schon alt, ne? Nothing in my research has shown that there is any immunity to it. And yet here you are. Perhaps it is that your youthful bodies are more resistant than others. Likely this is why Ominent was experimenting on children to begin with. Which means, did Schmechter find a cure? No, that would be beyond anyone's ability, I think. Damn, as much as I loathe the man, I must admit that Schmechter is brilliant in his own way. Though his methods can be quite distasteful, we cannot rule out the possibility that he has done it. Could that mean there is hope for me? When the reasoning became too much, I realized I had to find a cure before it was too late. I hid here away from the eyes. So many prying
Ominent has always wanted to steal my work. They would never admit its worth and greatness, and yet they would always take it. Especially Schmechter. I have made many mistakes in my life. Schmechter. Ja, ich habe das irgendwo schon mal gehört. Ist das noch aus dem Game hier, Schmechter? Schmechter sagt mir auch was. Das kommt mir so bekannt vor. Home. Oh, yes, yes, of course. Home. Your parents must be worried. So very worried. The process is not difficult. You will simply need to brew an beginning cocktail at the Java-Matic machine. Cocktailklasse, wie lautet das Rezept? The beginning process is extremely taxing on living subjects. You'll need enough nutrients and proteins to survive the expansion to your original size. We use the beginning cell to regulate this expansion by way of the secret cocktail. The ingredients in the cocktail, like the keratin in toenails, fortify the skeletal structure as it grows. Wir haben das Rezept schon, uns fehlt nur die eine Zutat. Overexpansion. If the subject grows too quickly, they are prone to overexpansion, or in layman's terms, they explode. To counter this, sustained infusions of carbon dioxide gas must be added to the mixture. Fortunately, I found a secret ingredient that works perfectly in this regard. Ja, die brauchen wir. Grilled science. Was? Grilled science. Raw science represents the essence. Jetzt hätte der gewusst, dass ich was sage. Thrown over the coals of fire. Ich hab geklickt. Tempered by flame, tamed by Burgle's spatula, and emerges as something greater. Plump and juicy. Grilled science. It reminds me of the barbecues we once had in our backyard. Oh, Trudy. Sarah. Thor. The last of the grilled science is in the refrigerated storage room over there. Nimm. Hier ist noch Essen. Nimm dir eins, ich habe keinen Platz mehr. Oh mein Gott, ist hier viel Essen. Mein Inventar ist voll. Können wir irgendwas zusammenschmeißen? Ich guck gleich mal. Ich sammle erstmal auf, was ich sammle. Oh, mein Inventar ist voll. Ja, deswegen, ja. Okay. Ich hab Staubmilben und ich hab. Also Staubmilben hast du auch und du hast auf jeden Fall Fussel. Stapel fallen lassen. So. Ach so, mir. Okay. Och. Worse than my mom's Brussels sprouts. Diese Säuredrüsen, davon haben wir mehr als genug. Brauchen wir nicht. Genauso wie die zähe Schmiere. Wir auch fallen lassen. So. Mal so, gucken. Eins ist da jetzt noch. Okay, gut. Ja, dann. Gut. Das war's. Ja. Oh, jetzt hat er eine Quest wieder. Mach du mal. Are you ready to go? We'll need some grilled science. Good, good. Then we have everything we need to proceed. I promise, I will get you home. I may have failed my own children, but I will not fail you. Muss mal kurz den Energy von meinem Mann probieren. Das ist irgendwie so eine neue. Keine Ahnung, was es ist. Das mach mal. Ist ganz gut, ist aber nicht mein Fall. Seid ihr noch wach oder hat sich Tali. Hat euch Tali einschlafen lassen, Leute? But what is most important
is getting you home. We need to head to the Java-matic machine in the upper yard. There we can blend the imbiganine cocktail needed to run the spacer safely. I'm opening the back door for you. I will follow close. Sag bitte nicht, der läuft uns jetzt hinterher. Doch. Das erinnert mich an den Rüsselkäfer. Ich kann auch sagen, bleib hier, aber gut, wir nehmen ihn jetzt einfach mal mit. Der wird schon kommen. Nee, der kommt nicht durch die Tür. Doch, der ist doch hier. Der ist hinter mir. Er hat sich dann zu dir geportet. Ja. Noch wach, Jazz, sehr gut. Also wir brauchen halt 5 Zehennägel, 5 Kaugummibrocken, 5 Keuschuppen und 5 Bärenleder, um diesen Cocktail herzustellen. Eine Wendelstatue? Dein Ernst? Die stellen wir aber nirgendwo auf, oder? Na komm, Wendel. Ach. Was ach? Sag bloß. Sacre bleu. Ja, wir brauchen erstmal die Zutaten, ne? Weil ohne die Zutaten können wir das Ding nicht herstellen. Ja. Das heißt, wir müssen heim. Oder wir gehen mal kurz gucken, ob wir noch irgendwas brauchen, weißt du? Mhm. Einmal kurz dahin gehen. Das sind 700 Meter, ne? Ja. Wo ist das genau? Aber wir sind bei den Termiten. Wieder auf der anderen Seite. Wir müssen einmal rum, um die... Ach da, das ist wieder da am Eingang von den... Wir laufen einfach, der portet sich schon. Ja, ja, der kommt. Der kommt mit. Vorsicht. Mhm. Da ist ein Skarabäus gewesen gerade vorne. Die laufen eh viel zu schnell weg. Die musste mit dem Pfeil. Weil ich komme so schnell nicht dahin und das ist. Das kannst du knicken. Sobald die Fluchtgedanken haben, sind die weg. Aber ist doch gut, Jess, wenn du so viel mit dem Airfryer machen kannst. Also, ich finde es Bombe. Wenn es alles schmeckt und noch klar, es ist natürlich auch Stromsparen als so ein Ofen, ne? Morgen Hollandaise. Hä, wie? Warum Hollandaise? Wie kommt denn ihr jetzt? Oh, das ist das Ding, wo wir oben schon drauf waren, weißt du? Ja, kann sein. Wo wir da das Loch reingesprengt hatten. Oh. Larve oder Spinne, beides. Alles Scheiß. Naja, wir sind schneller. Science? Nee. Das ist nur dieses Rohr-Dingsy.
Ja, ich bin auch sehr glücklich mit unserem. Hier übers Kabel laufen, glaube ich. Mhm. Ja, ja. Ist das Ding da? Wendell einfach hinterherkommen, ey. Es wird auch gleich schon wieder dunkel. Boah. Ja, und siehst du, wir mussten das sprengen und dann müssen wir da diese Vergrößerungszelle reinmachen. Die wir aber jetzt ja nicht dabei haben. Mhm. Oh. Okay, ich habe irgendwas dabei. The beginning cell is in place. We're almost ready to commence brewing. Ach, jetzt müssen wir ganz oben die Ingredients reintun. Ganz oben? Naja, die... Nicht hier rein? Hier in diese Zelle okay. Müssen wir die reintun. Weil oben drauf die Quest ist. Ich gehe noch mal kurz auf Toilette. Ja, ich gehe mal hoch. Mach das mal. Ich gehe mal hoch. Dass ich morgen nach einkaufen schaue, Seba. Okay. Gute Nacht, TG. Wendell, erschreck mich bitte nicht so. Doch, krass, hier oben. Aber nee, wir brauchen nichts. Wir brauchen nichts anderes. Tja, Wendell, wir müssen zum Baum. What's on your mind? Wir müssen zum Baum. Baum. Ist halt auch das Geile, ne? Du siehst von überall, wo du wohnst, weil du immer überall diesen Baum siehst. Ach, das musst du wahrscheinlich dann, wenn du da oben das reingetan hast, musst du hier unten auf anklicken. Ne, Wendel, oder? So sieht's aus. Wo sind wir denn? Das heißt, wir müssen am besten wieder zu unserem Wegpunkt laufen. Um dann nach Hause, also zu der Seilrutsche da. So dieser da Seilrutsche zum Haus. Also diese rote kleine Flagge da. Da wieder hin. Ja, und dann müssen wir die Zutaten holen und dann müssen wir das wirklich da oben reintun. Okay. Ist ja nicht so weit, oder? Nö. Müssen nur aufpassen, dass wir echt... Oh Gott. Gott, hast du gerade irgendwie eine Dose aufgemacht oder so? Na, die Flasche, ja. Alter Vater. Oh boah. Sorry. Ich hab mich am Arsch. Also man kann mich im Dunkeln wirklich leicht erschrecken. Bisschen aufpassen, ne? Dass wir nicht irgendwo reinfallen, weil, wie gesagt, schwarze Witwe hier irgendwo. Hier ist auch eine. Ja, stimmt. Wenn man irgendwo reinfällt, also Problem ist, man kommt halt nicht mehr raus, ohne die schwarze Witwe zu besiegen. Deswegen Vorsicht, wo du hinläufst.
Seba, das war echt mutig von dir, ey. Mann. Du erschreckst sonst auch noch beim Furzen, oder? Nee. Nein. Aber ich hasse es einfach, wenn es dunkel ist im Haus. Ich krieg da die Krise im Haus, im Spiel. Ich meine, ich weiß, dass wir ja mittlerweile alle Gegner schaffen. Das ist absolut kein Thema, ja? Aber einfach dieser Schreckmoment, der dann entsteht, der ist einfach so doof. Das kurze Aufschrecken, ne? Ja, ich hasse das. Ich hasse es einfach. Dann vergiss Final Fantasy am besten. Es geht um die absolute Nacht. Dunkler geht's gar nicht. Ja, super. Aber das Problem ist, ich habe halt auch voll die Krabbelfiecher-Phobie. Dieses Game ist halt genau das Falsche für mich eigentlich. Das ist noch nicht mal eine Therapie. Das ist einfach nur schrecklich. Dafür hast du dich aber bislang gut geschlagen. Mhm. Ja. Ach, Mann. Ach, ich habe ja keinen Platz. Ja. Kühlschrank. Ach ja, das ist eine gute Idee. Ja. Kühlschrank ist voll. Ekel. Jetzt ist er voll. So, Mückenteile. Was habe ich noch? Hä? So, ist noch. Das bitte nicht. Mein Hammer. Spinnenseide. Und dann Fussel. Ja. Du bist noch Kieselchen. Dip. Oh, ich hatte die ganze Zeit meine Gasmaske auf. Das ist auch klug. Splitter und Schwarzpulver. Kaugummimuskel. Holzsplitter. Oh, wo ist Schwarzpulver? Nehmen wir einfach ihn mit hier hin. Das ist auch süß irgendwie. Schwarzpulver. Gut, das hätten wir. Was habe ich noch? Nice and clean. Bärenpuppen. Tonrost. Nein. Irgendwas habe ich noch. Larven. Habe ich keine Larven? Dings? Hast du vielleicht weggeschmissen? Nee, ich... Ach, da vorne ist ja noch... Ist ja noch eine Reihe. So. Käse schon. Und... Saft. So. Ach... So, alles aufgeräumt bei mir. Mhm, bei mir auch. Sehr gut. Müssen wir die Sachen zusammenkratzen für das Rezept, ne? Ja, das sind 5-mal Bärenleder. Haben wir nicht. Ah. Ich glaube, ich habe die gestern aufgebraucht. Ach doch, wir haben 6 Bärenleder. Okay, ja. Dann 5 Keuschuppen. Nein, meine Keuschuppen.
Heuschuppen. 5 Kaugummis und 5 Zehennägel. Koi. 5, ne? Mhm, 5. Hier sind die Kaugummis und hier sind die Zehennägel. Kaugummis. 1, 2, 3, 4, 5. Die Zehennägel sind hier oben. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir. Haben wir alles. Das heißt, jetzt wieder hin, oder was? Schlafen und dann wieder hin, ne? Okay, gut. Oder wir gehen direkt hin im Dunkeln. Okay. Weil es ist schon 0 Uhr, sonst kommen wir wieder so doof hin mit den Zeiten. Ja, ich fülle nur mal kurz meine Flasche auf. Ja. Weil... Oh, ich muss mir Essen mitnehmen. Ja, das ist auch eine Idee. Nachts rennen Viecher herum. Das sind nicht immer Insekten, Steffi. Dafür aber andere Ugly-Viecher. Insekten triffst du eher am Tag. Nachts gibt's eher Dämonen, Goblins. Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich ekel mich halt sau vor den Spinnen. Ich habe sau Angst, dass irgendwo so eine Wolfsspinne oder so von hinten kommt. Auch wenn wir die schaffen. Locker schaffen wir die mittlerweile, aber... Und, Wespen, ne? Ja, Wespen finde ich auch nicht so schlimm. Aber die Wolfsspinne, dann... Ich muss auch Essen mitnehmen. Bei der Wolfsspinne hast du das dann auch, das Problem. Also bei allen Spinnen irgendwie. Du hörst nicht wirklich Musik, sondern die greifen dich direkt an. Bei dem Rest hörst du erstmal diese Kampfmusik. Ich finde die Wolfsspinnen auch optisch am schlimmsten. Die schwarze Witwe finde ich gar nicht so schlimm. Das ist krass, ne? Du hast ein Auto, Shura? Oder meinst du in einem Game? Ich glaube, du meinst in einem Game, oder? So, das heißt jetzt wieder da lang. Und wieder zurück. Du musst dann auch klettern, aber du hast alle Zutaten, ne? This area is too hot for me. I could devour a Billy Hawk right about now. Schön für dich. Erstmal hochkommen. Schön für dich, Tali. Da wollte Billy Hotdog. Also hier geht's auf jeden Fall hoch. Ja. Sieht auch gut aus. Ja. Naja, wir sind hier wieder an dem Rohr. An dem Schlauch. Oder an den Schläuchen. Kabel. Ja. Entschuldigung. Klar, im Spiel. Glaubst du, so ein gigantischer Kontinent bereist zu Fuß? Ja, weiß ich nicht. In manchen Games gibt es nun mal keine Reittiere. Bin echt gespannt, ne? Was hier jetzt abgeht. Hey! Oh. Hast du dich runtergestummt? Ganz in den Abgrund gestoßen. Zum Glück nicht. So, jetzt muss ich da nach oben, ne? Ja. Ich komme einfach mit. Das mach. So, und jetzt? Mitkommen. Hier auf das Kabel. Ah, okay.
seems right. Well done. Perhaps you could get a job at the Gittin Jet as a barista. Assuming all goes well. Ich wusste, dass man den Knopf drücken muss. And you're old enough to comply with any labor laws. Willst du? Nee, mach. Oh je. Sorry, durch. Denkst du? Ja, ich glaube schon. Oh. Oder auch nicht. Die Ameisen. Bugs left in the system. We'll need to get down there and repair those mixer modules. Es war halt so klar, ne? Sag nicht, dafür brauchen wir Reparaturkleber oder so. Wahrscheinlich. What's on your mind? Ah ne, wir mussten nur das Ding besiegen, glaube ich, erstmal. Also zumindest, ah ne, das Ausrufezeichen ist noch da. Na toll. Wieder zurück nach Hause oder was? Weiß es nicht, was sagt denn Tully? Komm mal her jetzt. Um auf so wegzufliegen. Ja, super. Wir sollen die reparieren. Es muss ja der mit Reparaturkleber sein oder was? Ja. Was anderes kommt nicht in Frage, oder? Ja, würde ich auch sagen. Okay. Oh. Das ist jetzt wirklich ätzend. Naja, was Dass willst du tun? So oft hin und her rennen muss. Was willst du tun? Hm? Ich wette, auf irgendeinem Weg fallen wir in das Loch von der Witwe. Ja. Grashüpfer. Was? Ich bin ein Grashüpfer. Ich bin auf Gras gehüpft. Ach so. Ich dachte gerade, hä, seit wann gibt's hier Grashüpfer? Ich brauche auf jeden Fall gleich eine Löwenzahn, denkst du? Löwenzahn? Naja, Pusteblume. Ja, wir haben ja genug im Schrank. Wir haben ja genug im Schrank. Jess hat ein Owei. Owei. Was willst du tun, Fisch? Du hast den Walfisch? Wal ist kein Fisch. Schura. Everything looks good from here. Ich kenne einen Haifisch. Was willst du tun, Fisch? Jetzt wird schon wieder hell. Ich werde unsere Laus vermissen. Und unseren... Ja, hier, zum Seilrutschen. Rutschen. Puh. Pusteblume.
Na, was brauchen wir? Da, Leimstampfer. Ich hab den gesucht. Oh. Okay, am meisten haben wir... Warte, was haben wir denn am meisten? Spinnen. Gut, ich stelle jetzt einfach mal her. Bis gleich, Jazz. Ups. Ja. Vielleicht sollen wir doch schlafen. Das dauert. Okay. Also ich glaube, einen haben wir. Was wird es gleich hell? Ja. Wie heißt denn das da, wo wir sind? Wie heißt denn das? Da steht aber, dieses Zeug klebt an allem, kann Rüstung und Waffen reparieren. Ist das das Richtige? Repariere die Mixer-Module. Fisch oder Fisch? Das ist hier die Frage. In dem Fall Fisch. Nochmal kurz weg. Ihr seid bescheuert. Ihr seid bescheuert. Vielleicht mit dem Reparaturwerkzeug. Kleinen Schäden an Gebäuden. Das haben wir ja auch hier. Reparaturwerkzeug. Und Sie können die Mixermodule leicht genug reparieren, wenn Sie sich mit dem Bau von Basen beschäftigt haben. Haben Sie wahrscheinlich bereits eine oder ansonsten können Sie sie freischalten. Okay, wir brauchen das das Reparaturwerkzeug. Ja, okay, ich hab's. Okay. Dann sollten wir vielleicht noch ein zweites mitnehmen. Oh ja, okay, dann mach eins. Oder? Ja, ja, mach dir eins. Das ist bei Waffen. Ist das? Hab mir eins gemacht. Und wir müssen sie dann noch verteidigen. Haha. Okay. Naja, das wird schon. Oh. This is more really terrifying. Wie viel Spaß die immer haben, ne? Wuhu! Wer das überhaupt noch? Bist du auch ins Bett, Seba, oder? Ja. Ich will es mir zumindest mal angucken. Wenn es jetzt gleich zu intensiv wird, müssen wir es halt nochmal wann anders machen. Okay. Ich glaube, du kannst deine Fackel ausmachen. Ah ja. So, und ich nehme schon mal mein Schild wieder in die Hand. Bam, 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 bam. Hier steckt. Und ein raus. Ja. Da ist ein Fuß. Zu dichtes Gras. Oh, ha. That's interesting. Hä? Was war das? Das war kein Oreo-Jazz. Wir haben gestern drüber geredet, dass wir den Oreo, den wir am Anfang gefunden hatten, immer noch nicht gefunden haben. Nee, und wir, glaube ich, keinen einzigen Oreo bis jetzt gefunden haben. Wir haben immer nur Oreos in Kisten gefunden oder so. Also Keksstücke oder so. Nee, ein Oreo haben wir beide kaputt gemacht. Echt? Ja. Okay. So.
7. Okay, war es das? Ja. Jetzt soll ich wieder hoch. Also ich muss mit Charlie sprechen. Ach so, beim Ding. Ah, okay. Mhm. Sicher noch verteidigen? Weiß ich nicht, stand da. Hm. Aber vielleicht war das auch was anderes. Aber da stand, dass wir das gegen die Ameisen verteidigen müssen. Aber vielleicht. We should go over the brewing process. Look at the state of this! Trudy's Java-matic! Oh, the warranty will be voided for sure! Subterfuge, reckless destruction of apparatus, the complete respect for another person's science! This all reeks of Schmeckter! Schmeckter! I must warn you! Smacked the thickening cocktail is quite loud. It will continue to draw attention from the director's little army. Das ist das, was wir verteidigen müssen, wahrscheinlich. I'm afraid we'll need to defend those mixer modules for as long as it takes. Jetzt. If the orcs destroy them, they'll take down the entire system. Hier steht, wir sollten einige Verteidigungseinlagen einrichten. A prudent suggestion. Strong enough defensive structures around the Java-matic's weak points could buy us the time we need. I have a storage facility not far from here that should be of use in this endeavor. I'll mark its location on your scabby. This might take a bit longer to get you home, but safety first. Also er hat uns ein Lager markiert. Mhm. Wo Kram drin ist, um ein Verteidigungssystem. Ja. Ja. Aber wo ist das Lager? Rasenmäher, Forschungsstation, Fissimdose, Läusefänger, Erdloch unterm Schuppen. Als ob das so weit weg ist. Stumpf. What's on your mind? Ja, Wendel, wo ist das? Hm. Ich find's nicht. Auch nicht. Meinst du nicht, wir kriegen das so hin? Weiß ich nicht. Alle drei? Wir sind halt nur zu zweit. Naja, aber es ist ja alles eine Fläche. Ich weiß es nicht. Wir probieren's. Wenn es scheitert, müssen wir es halt wieder reparieren. Naja, und wir müssen die Zutaten dann neu holen, ne? Was? Echt jetzt? Ja. Oh, okay. Hat er schon angefangen? Da kommen Gegner. Orks? Das sind die Ameisen. Oh, da hinten kommen, hier kommen auch noch welche. C wird angegriffen. Ja, ja. Large
Jetzt sind hier auch noch Bombardierkäfer. Okay, du kannst sie auch nicht reparieren. Also. Hier kommt ein Kugelkäfer, da brauche ich deine Hilfe. Ach, komm sofort. Unbedingt was essen. So. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich befürchte nicht. Obwohl, noch sieht es ganz gut aus. Du kannst ruhig zu den anderen gehen. Also zu, ich kümmere mich hier um den Kugelkäfer. Okay. Nur es bringt halt nichts, wenn wir jetzt beide hier stehen, weil die anderen gehen ja auch runter. Ja, ich bin ja schon woanders. Oh, Nashornkäfer. Oh mein Gott. Also hier kommen definitiv auch noch Spinnen. B ist gleich kaputt. Ja, ich bin gerade da, aber hier ist ordentlich viel los. Wir schaffen das nicht ohne. Das sieht sau schlecht aus für uns. Ah. C ist gleich kaputt.
Das war's. Okay, die laufen alle weg. Oh, schade. Auf jeden Fall können wir hier den ganzen Kram einsammeln. Aber wir müssen nur neu starten. Wir müssen nicht wieder die Zutaten reintun. Ach Mensch. Oh, sogar ein Glühwürmchen. Ja, mehrere. Ja, es war nix. Das heißt, wir müssen so Verteidigungsanlagen errichten. Ja, am besten ja Wände, ne? Am besten einbauen. Meinst du? Ja. Einbauen und, Gibt's nicht so Verteidigungsgeschosse oder sowas? Ja, das schon, aber die Wände halten ja auch ab. Das stimmt, ja. Aber ja, es gibt, warte, wo ist es? Irgendwo war es doch. Stachelhalme können wir benutzen. Exklusive Klettenpfeile, Klettenfalle gibt's auch. Die legst du hin und sobald einer draufläuft, explodiert es halt. Mhm. Aber ich würde es halt erstmal mit Einmauern probieren, ehrlich gesagt. Ich würde ganz viele Pilzziegel machen. Mhm. Und das dann hier einmauern mit den Pilzziegeln. Ja. Weil Gras hält nicht so lange. Ja, auf jeden Fall. Wie stellen wir die Pilzziegel her? Was brauchen wir dafür? Ich dachte, es gäbe halt so eine Art Katapult. Pilzziegel brauchen wir Pilzbrei. Okay, das ist ja kein Thema. Das können wir ohne Ende herstellen. Ah ja, dann müssen wir uns erstmal vorbereiten. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder zurück. Jo, dann bereiten wir das zum nächsten Mal vor, würde ich sagen, ne? Ja. Alles, also Pilzziegel ja, ja. Und alles vorbereiten und dann ja, gehen wir herbauen. Genau, und dann bauen wir das beim nächsten Mal auf und verteidigen den Kram hier. Genau. Ja. Ein paar Bomben sollten wir vielleicht noch mitnehmen. Ja, Bomben und Stachelfallen würde ich auch einmal dann ringsrum machen. Ja. Diese Stacheldinger. Ja. Ich glaube, dann sind wir auf jeden Fall gut bedient. Das Einzige sind halt die großen Tiere, ne? Aber wenn wir die lang genug hinhalten, einfach nur. Ich kann sie echt gut hinhalten. Was ist da vorne noch für ein Chip? Also ich muss sie halt nicht killen. Sie nur hinhalten. Ein Chip? Ach, du meinst, hier ist noch ein Burgerchip? Hier ist noch ein Burgerchip, ja. Ein verlorener. In der Batterie? Hm. Anscheinend. Wie viele da unten drin sind. Oh, die könnt ihr raus. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Nee. Hier oben drauf. Anscheinend. Hm. Oder unten drunter, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ups, ups. Oh. Ah,
Können wir da nicht drauf? Hm? Können wir hier oben nicht schon mal? Was ist denn das nochmal und wie kamen wir darauf? Muss ja von rechts sein. Also ich bin auf jeden Fall oben auf der Batterie drauf, aber... Ja, auf die Batterie kommen wir, aber wir müssen ja noch weiter rauf. Auf das Holzding. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, aber da steht halt ein Burgle Chip E. Pinienzapfen. Everything looks good from here. Hm. Da sind die Müllbeutel und so, ne? Hm. Hier ist der Rost auch. Da kommen wir da hoch. Geh weg. Oh, hier ist ein Wespennest. Ja, hier sind wir doch mal gestorben. Ja, ich erinnere mich. Aber ich versuche gerade auf den Rasenmäher zu kommen, um über den Bügel weiter hochzukommen. Weiß ja nicht, denkst du, wir können echt da hoch? Ich habe keine Ahnung. Aber entweder hoch oder runter. Ja. Da ist ja ein Chip, aber da können wir ja nochmal nachforschen. Logische Schlussfolgerung, ne? Ja. Rasenmäher, Ameisenhaufen. Ich glaube hier, ich habe das Feuerameisennest gefunden. Oder man nimmt einfach die Fliege und fliegt mal hoch. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Also hier oben ist nichts. Ich glaube das. Dann ist es wahrscheinlich irgendwie unten drunter. Das ist ja E. Burgle Chip E steht dran. Ja, ist sicherlich unten drunter. Sicherlich. Oh, Wespennest. Achso, ich bin jetzt gerade hier oben auf dem Pinienzapfen. Keine Lust auf Wespen. Geh weg. Oh, hallo. Vielleicht hier hinter den Müllsack. Oh! Mutig. Da ist eine Spinne. Ja, das dachte ich mir. Aber nur eine Radnetz, also. Okay. Oh. Aber trotzdem war das, dachte ich mir das irgendwie. Aber es scheint der einzige Weg zu sein, ne? Oder? Hier sieht es halt noch so aus, aber... kommt man auch nicht wirklich drunter. Jetzt komme ich hier wegen Wendell nicht mehr raus. Au! Meine Fresse. Alter, die Feuerameisen sind wirklich böse. Mit ihrer komischen... Ich finde halt hier vorne sieht es noch ultra aus, als würde man da rein können. Aber da ist halt nix.
Guck mal hier. Ja. Da ist, da ist noch nicht mal das Zeichen für eine Bombe oder so. Eben. Willst du da mal rein hier? Ja, lass gucken. Aber erstmal will ich hier rein. Ha! Tonnenweise saure Klumpen. Ja, da war ich schon, doch schon mal drin. Na? Ich habe überlegt, ob ich mir meine, diese Waffe, ne, die ich ja jetzt habe, diesen Stechmücken, dieses ja. Stechmückending, ob ich mir das in sämtlichen Dingern mache. Also Salz, Sauer, was auch immer, weißt du? Ja, es sind mehrere. Oh, Wendell. Haben wir es jetzt hier? Meine Fresse. Jetzt viele. Lustig, die können einen ja auch vergiften. Immer, ich hasse diese Ameisen, die mir so einen Keks. Ist aber auch nichts weiter, oder? Kann doch nicht sein, dass hier in der Ecke nichts ist. Ich habe halt Laborgeräusche. Ja. Ach, das ist er, der hier so komisch auch klingt. Naja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da hoch müssen. Ja, aber auf den Müllsäcken war halt auch nix. Nee. Da ist nirgendwo was. Das ist ganz kurios, ist das. Kurios. Naja, wir werden schon finden, irgendwann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Von mir aus, also außer du hast was dagegen, können wir den Stream beenden. Ja. Bin ich bei. Sehr gut. Ja, dann war es das von unserer Seite aus. Ja, freuen wir uns auf morgen, auf den Community-Abend, ne? Genau, Leute, genau. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ja, dann noch einen wunderschönen Abend. Schlaf gut, träumt süß. Tschüssi. Tschü, tschü. Tschü, Jess. Tschü, Shura. Tschü, tschü. Bis morgen. Morgen, Community-Abend. Tschüss.